Der Frühling steht vor der Tür und hier kommen unsere 5 Tipps, wie der Frühjahrsputz dieses Jahr richtig gut klappt. Complete the Cycle, unser erster Tipp für euch. Um Unordnung zu vermeiden, hilft es, Sachen direkt wegzuräumen. Das bedeutet, nach dem Filmabend die Schüsseln direkt in die Spülmaschine, alle offenen Tüten wegräumen und bei feuchter Wäsche zum Beispiel direkt aufhängen und nicht erst liegen lassen. So entsteht erst gar keine Unordnung und es ist viel leichter, seinen Raum ordentlich zu halten. Unser zweiter Tipp für euch, die 3-Kisten-Methode. Hier macht es das Ausmisten super easy, weil ihr euch 3 Kisten festlegt. In die eine kommen Dinge, die ihr behalten wollt, in die andere Dinge, die intakt sind, aber verschenkt werden sollen und in die dritte kommen Dinge, die kaputt sind und im Müll müssen. So behält ihr total den Überblick und es ist super easy, eure Sachen auszumisten. Apropos aussortieren, weniger ist mehr. Wo wenig rumsteht, kann auch wenig Unordnung entstehen. Das bedeutet, dass ihr alle Produkte, die ihr zum Beispiel nicht benötigt, wie Winterjacken, Weihnachtsdeko, überflüssiges Zeug in Kisten einräumen könnt und dann zum Beispiel unterm Bett oder im Schrank oder vielleicht auch im Kellerabteil verstaut. Außerdem ist es immer gut, seine Wohnung minimalistisch einzurichten. Das bedeutet, dass überflüssige Dinge nicht rumstehen, dass man vielleicht auf Dinge verzichtet, wie eine extra Pflanze oder extra Kerzen und nur das auswählt, was einem wirklich gefällt. So wirkt der Raum viel offener, freundlicher und ordentlicher. Ausmisten geht im Kleiderschrank weiter. Dort hat man viele Kleiderleichen, die man lange, lange nicht trägt und trotzdem behält. Ein guter Tipp dafür ist, alles auf einen Bügel zu hängen, in die gleiche Richtung. Und wenn ihr dann Sachen nutzt, hängt ihr sie andersrum wieder zurück. Und dann merkt ihr nach einem halben Jahr, die Bügel hängen noch, wie sie vor einem halben Jahr hingen. Bedeutet, ihr habt das Kleidungsstück nie angezogen und dementsprechend kann es vermutlich auch raus. Last but not least, bring System in dein Zuhause. Wenn du Dinge mehrmals hast, dann trenn dich lieber von ihnen und tausch sie aus gegen 1 oder 2 qualitativ hochwertige Produkte. Und um Dinge nicht immer zu suchen, lege feste Plätze für diese fest. Das kannst du easy machen durch solche Organizer zum Beispiel. Da passen Stifte rein, Post-its und anderer Kleinkram. Du kannst auch zum Beispiel Besteckkästen nutzen oder andere kleine Boxen. Und damit wird euer Frühjahrsputz auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks braucht, dann schaut gerne auf unserem Relax-Mac vorbei. Und für viele coole Gadgets rund ums Ausmisten und Aufräumen, schaut in der Beschreibung, dort ist alles verlinkt.